Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Panzermarsch. Diesmal im Eiltempo direkt hinterher, weil ich die nachfolgende Mission viel zu genial finde und es direkt nach dieser Mission nach Russland geht. Die Operation Merkur, beziehungsweise das Unternehmen Merkur eigentlich, soweit ich weiß. Die Invasion von Kreta hat begonnen und ihr habt euch für die Luftlandung entschieden mehrheitlich. Sorry an die Leute aus der Strategiezone, ich bin nicht dazu gekommen, bei euch das Video zu posten und euch zur Abstimmung quasi damit zuzulassen. Sorry. Dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht. Tja, also, das Unternehmen Merkur läuft. Die ersten Fallschirmjäger sind bereits gelandet und haben Flugplätze sichern können. Bei Maleme, bei der Stadt Retymnon und auf einem Flugfeld westlich von Heraklion. Da landen jetzt meine schweren Lastensegler. Mit Artilleriepanzern etc. Keine Ahnung, soweit ich weiß, hatte die Wehrmacht damals weder Lastensegler noch Transportflugzeuge, die in größerer Zahl Panzer transportieren konnten. Ja, später gab es ja die Me-232 Gigant, wenn ich mich nicht irre. Die konnte, glaube ich, ein oder zwei Panzer vielleicht tragen. Also Panzer 3 im Höchstfall wahrscheinlich. Naja. Egal. Trotzdem, problematisch ist halt, dadurch sind meine Einheiten am Anfang ziemlich verteilt, der Rest kommt via Transportschiff. Wird nicht ganz einfach, vor allem da die Briten Kriegsschiffe in dem Gebiet haben. Das müssen dann die italienischen Zerstörer regeln. Mal gucken. Man kann vieles über die Italiener sagen. Ihre Infanterie und ihre Infanterie war schlecht ausgerüstet. Ihre Infanteriedivision, ihre Panzerdivision waren besser, hatten aber keine sonderlich prallen Panzer. Aber die Soldaten waren deutlich motivierter und auch kampfkräftiger. Man schaue bei Rommel, was der mit den Italienern geleistet hat. Aber ihre Marine war an und für sich ganz in Ordnung. Auch durchaus brauchbar kommandiert. Hatte nur keinen Treibstoff am Ende. So, und dann haben wir drittens die Luftwaffe der Briten. Klein, aber vorhanden. Müssen wir also in etwas aufpassen. Na gut. Dann schauen wir mal, was kommt. So, Luftlandeschlacht um Kreta. Der 20. Mai 1941, 8 Uhr morgens. Für einen entscheidenden Sieg müssen wir natürlich alle Ziele erobern. Und für einen knappen Sieg mindestens 4. Das sollte machbar sein, denke ich. Tja, damit sind wir auf Kreta und ich kriege eine Elite-Einheit zur Verfügung gestellt, ein Panzer 4. Das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Wunderbar. Kratzschützen, Panzer 2F und Wurfrahmen 40 werden neu verfügbar. Kratzschützen finde ich jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Ich weiß nicht warum. Gucken wir die gleich mal an. Panzer 2F für die Aufklärer. Eventuell interessant. Allerdings ist die Bewegungsreichweite, glaube ich, niedriger als bei den Radpanzern. Der Wurfrahmen 40. Das ist für die Artillerie eventuell interessant. Wie viel Munition hat er dabei? 4. Ist nicht gerade viel. So, das ist die relativ kleine Map. Was schnell auffällt, sind die kleinen Aufstellungszonen an Land rund um die Flugplätze. Beziehungsweise hier nicht mal das. Da wurde ich vom Flugplatz zurückgedrängt, wie historisch so passiert. Und hier die Landungszonen für die, die Startzonen für die Landungsschiffe dann. Kann ich dann die Einheiten hinsetzen, die ich per Landungsschiff an Land bringen möchte. Na, stocken wir erstmal die Pioniere und die restliche Infanterie auf. Die Matilda wird aufgelöst. Das bringt schön Punkte. Und dann haben wir hier eine Elite-Einheit, die tatsächlich auf Panzer 4E bereits aufgerüstet ist. Den aktuell stärksten Panzer 4. Das finde ich ehrlicherweise ziemlich cool. Die kriegt dementsprechend auch direkt mal einen neuen Namen. Nämlich wird das nun die Panzerabteilung Großboron. Auf expliziten Wunsch von Boron, er hat sich ganz zu Anfang des, als es noch ein AR war, gemeldet, hätte gerne eine Tigerabteilung gehabt, eine schwere Panzerabteilung. Und ich dachte mir, ja, die kriegt er. Es dauert zwar noch, bis die Tiger kommen, aber die Panzerabteilung hast du schon mal und es wird dann später eine schwere Panzerabteilung mit Tigern. So, jetzt gucken wir einmal kurz bei den Kratzschützen, unter was die denn fallen. Nee, nicht SE, dafür brauche ich die ganz normalen. So, Kratzschützen. Weniger Abwehr. Okay, die Verteidigung gegen Luft ist gar nicht so schlecht. Verteidigung gegen Boden ist schwächer. Angriff gegen harte Ziele ist ziemlich schlecht. Angriff gegen weiche Ziele geht. Bewegung ist natürlich krass schnell. Sichtweite ist hoch, die Initiative auch. Verbrauchen Sprit,
Sind auch relativ billig. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gehört, dass die früher mal ziemlich stark waren, aber ich sehe den Sinn in denen nicht so ganz. So, dann hatten wir gesehen, dass der Panzer 2 verfügbar wurde. Ja. Wie befürchtet, hat weniger weniger Treibstoff und weniger Bewegungsreichweite. Nein, ich brauche die Bewegungsreichweite vom STKFZ. Die ist wichtig. Auch wenn die Feuerkraft etwas höher ist und die Panzerung, die Initiative, nein. Hole ich mir lieber später dann die anderen Varianten vom Achtrad, die zur Verfügung stehen. Hier wären wir neue Varianten, schön. Ja, Entschuldigung an die Stux. Tut mir sehr leid, was da passiert ist. Aber immerhin, einen Erfahrungsstern hat's gebracht. So, und stocken wir die Luftwaffe etwas auf. Sehr schön. So. Wie fangen wir mit der Aufstellung an? Hier brauchen wir die schnellen Gebirgsjäger vom Regiment Scharfe. Die werden hier auf jeden Fall benötigt werden. Am besten wahrscheinlich in Kombination mit der Sturmartillerie. Die stellen wir gleich mal anders auf, das machen wir noch. So. Dann die Sturmartillerie. Gucken wir mal, plus 1 Angriff. Plus 1 Angriff haben beide. So, und Artillerieabteilung 29 kommt hier zum Einsatz. Die Artillerieabteilung Erzgebirge. Was machen wir mit dir? Ich denke, die werde ich hier einsetzen. Die hat so eine schön erhöhte Bewegungsreichweite. Habe ich ganz vergessen, dafür zu gratulieren für den Helden. Das ist ein sehr genialer Held für so eine Einheit. So. Das Ganze ergänzen wir dann mit dem verteidigungsstärksten Panzer 3, den wir haben. Und der motorisierten Artillerieabteilung X. So, jetzt kommen wir hier. Na, kommt Panzerabteilung Südost zum Einsatz. Ergänzt um Gebirgsjäger und das Grenadierregiment S. Gut. Dann jetzt die restlichen Einheiten. Panzerabteilung Großboron ist ja noch etwas schwach. So, die Aufklärer brauchen wir hier drüben erstmal. Die sollen noch nicht an die Küste gehen. Die restlichen Panzer gehen alle hier an Land. So weit hier drüben möchte ich sie eher ungern einsetzen, vor allem da ich sie hier nicht brauche. Ich glaube sowieso nicht, dass ich hier großartig zu Panzereinsätzen kommen werde. Das ist eher eine Schlacht für die Infanterie. Jäger. Zwei Stück. Dann kommt hier auf jeden Fall der Aufklärer hin, den brauchen wir auf See. Zerstörergruppe Akira. Die schweren Bomber. Mit Jagddeckung jeweils. Und die Zerstörergruppe Roman dazu. Runde 1 von 15. Luftlandeschlacht um Kreta beginnt. Um 8 Uhr morgens. Hier gibt es nochmal Verstärkung. Zusätzliche Gebirgsjäger. Ja, direkt über die Straße, über die Hügel. Nee. Oh, hallo! Wen haben wir denn da? Der Gegner überlebt haarscharf. Aber wirklich haarscharf.
ich sagen, flitzen die uns mal hinterher. Und schalten die Einheit aus. Die schnellen Gebirgsjäger kümmern sich hier um die Artillerie. Das beseitigt die Bedrohung erstmal. Eigentlich wollte ich ja mit der Sturmartillerie zusammen hier gegen vorgehen, aber das war jetzt erstmal wichtiger. Gut. Panzerabteilung Großboron. Panzerabteilung IB. Panzerabteilung Berliner. Der Rest bewegt sich hier in die Richtung. Schauen wir mal, was der Feind hier so hat auf der Halbinsel. Ja, das hatte ich befürchtet. Dann bringen wir die Transportschiffe erstmal aus Reichweite der Royal Navy, sollte die dort hinten auftauchen. Da haben wir die Aufklärer. Die bekommen auch mal ganz flugs Deckung. Hier sehe ich einiges, da ist auch die feindliche Luftwaffe zu sehen. Die kann ich sogar erreichen. Mit zwei Einheiten? Nein, nur mit einer leider. Aber es reicht, um direkt einen Angriff zu fliegen. Und keine Flak. Netter Treffer. Fallschirmjäger landen. Oh. Die Ortschaft ist leider schon besetzt. Dann ziehen wir die Artillerie ein Feld weg. Blödsinn. Damit ist die Ortschaft frei. Ja, dann platzieren wir uns mal so. Die Fallschirmjäger ungedeckt, aber das ist mir jetzt egal. Die brauche ich hier nicht unbedingt. Gut, da mache ich mir jetzt ehrlicherweise nicht so die Sorgen. Ist keine Flak zu sehen. Schwächen wir mal die feindlichen Panzer. Und ihr Jungs, gebt der gesamten Truppe dort Jagddeckung. Na gut, für die Pioniere in der Stadt reicht es nicht, aber für den Rest. Gut, weitere Attacken. Erstmal landen die Fallschirmjäger. Oh oh. Menge feindliche Einheiten hier. Ha. Naja, Artilleriefeuer und... Die Flak kann aber nicht flüchten. Autsch, landet aber einen unangenehmen Treffer. Und bleibt stehen. Das ist doof. Was machen wir jetzt? Das ist eine ganz, ganz beschissene Position hier. Okay, wir müssen erstmal die Einheit hier loswerden. Wenn ich dich hier rüber schicke, erleidest du Verluste, ne? Wenn ich dich hier hinschicke... Das ist echt eine prekäre Lage jetzt. So, damit haben wir da zumindest erstmal die Lufthoheit. Welches Risiko ist das jetzt? Die Aufklärer haben hier schon was entdeckt. Den Attacken an. So, die fliegen Luftdeckung. Dann haben wir noch strategische Bomber. Oh, schöner Treffer von der Kampfgruppe Kleinmann. Reicht aber nicht. Doch. Wagen den Griff mal, auch wenn das Verluste bedeutet. Beim 16. Gebirgsjägerregiment. Weil es uns den Gegner vom Hals schafft erstmal. Das hier mit dem Wald ist etwas gewagt.
aber dafür haben wir die Artillerie. So, die italienischen Zerstörer ziehen wir ein Stück weit zurück. Warten wir ab, wie der Gegner sich weiter bewegt. Die Fallschirmjäger halten die Stellung und buddeln sich noch ein Level ein. Oh, ein leichter Kreuzer. Ah, sehr schön. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das Zerstörergeschütze aus Panzern ziemliches Hackfleisch machen, aber naja. Schwere Verluste bei den Fallschirmjägern. Aber sie halten die Stellung. Gott sei Dank haben sie drüben nicht zum Angriff. Hatte ich eigentlich fest mit gerechnet. Das verschafft mir jetzt doch ordentlich Luft. Jetzt wäre ich dafür, dass wir die Einheit abdrängen. Oder wahlweise durch dieses Zentrum schlagen. Sehr gut, neutralisiert. Ein Grabungslevel gesenkt. Oh, hallo. Den haben wir da gleich auch noch. Können wir gleich noch die Ortschaft dahinter aufklären. Sehr schön. Sonst gibt es hier keine Luftwaffe mehr. Sehr gut. Damit ist die Luftwaffe aus dem Rennen. Starten wir mal das Gegenfeuer. Heftiger Schlag. Pius Rücken vor. Jetzt kommt das, was ich meinte, dass die Artillerie Schritt halten kann. Schön. Das klappt sehr, sehr gut gerade. So, damit haben wir die hier frei eigentlich, um schon einen Angriff auf die Matildas zu fliegen, damit die mir da nicht gefährlich werden können. Sehr schöner Schlag. Kampfgruppe Mars landet einen verheerenden Treffer auf dem leichten Kreuzer. Welcher ist denn das überhaupt? Die HMS Orion. Gut, jetzt treten die Zerstörer gleich mal zum Angriff an, während hier die Panzer an Land gehen. Sturmartillerie stürmt. Ja, ich weiß, schlechter Wortwitz. Wird das ein Neuseeländer? Sehr erbittert verteidigen, muss man ja mal sagen. Die weichen, könnte man sagen, in die falsche Richtung aus. Verluste bei den Fallschirmjägern nehme ich in dem Fall einfach hin. Sehr schön. Die halten erstmal die Stellung hier. Das Gebirgsjägerregiment Hochberg. So. Dann schauen wir mal weiter. Okay, die Artillerie feuert hier hin.
Stadtbesatzung ist massiv angeschlagen. Bring den Feind hier weiter zurück. Und die Panzer machen auch ihren Schlag. Gut, lassen wir die Luftwaffe hier noch eingreifen in die Kämpfe. Hohe Maße. Ich weiß nicht, ob hier Truppen stehen. Das ist ein bisschen blöd. Na gut, bleiben wir doch mal so stehen. Die Italiener nutzen ihre Chance. Nehmen den britischen Zerstörer ins Visier. Leichter Kreuzer ist ja schon sehr schwer getroffen, muss man sagen. Gut. Die restlichen Transportschiffe warten erstmal auf See ab, was da noch so kommt. Oh! Autsch, das ist ein weiterer leichter Kreuzer, ne? HMS Dido. Oder Dido? Dido wahrscheinlich. Noch sind die Kämpfe relativ ausgeglichen auf See. Dank dessen, dass ich über eine Luftwaffe verfüge und mein Feind nicht, habe ich da einen gewissen Vorteil. Pioniere halten sich gegen die Matildas ganz wunderbar. Erleiden zwar Verluste, aber die Artillerieunterstützung regelt den Rest. Wieder kriegt Artillerie an die Sturmgeschützabteilung Pickett etwas ab, aber nicht allzu schlimm. Oh ja, das tat jetzt weh. Das war eine definitive Fehlentscheidung der Briten. Runde 3 von 15. So, da müssen wir die Jungs jetzt aus ihrer Stellung da rausziehen. Können wir schon mal klar machen. Ihr rückt vor. Die senken nochmal das Eingrabungslevel. Sehr, sehr gut. Den Rest hätte jetzt eine Luftwaffe erledigen können, wäre eine vorhanden gewesen. Immerhin, wir schließen den Gegner damit schon mal ordentlich ein. Und jetzt kommen die Panzer angerollt, die können dann hier eventuell noch herumflatternde Reste beseitigen. So, gegen die Schiffe hier mal an Land. Die bleiben weiterhin auf See. Oder? Vielleicht auch nicht. Kommt mal lieber um die Spitze herumgeflippert. Keine Lust auf unnötige Verluste. Kampfgruppe Mars. Versenkt die HMS Orion. Die Italiener konzentrieren sich jetzt darauf, einen britischen Zerstörer zu versenken. Der hier deckt unsere Landungsschiffe. Wo ist denn die Kampfgruppe Kleinmann? Hier. Die fliegt einen verheerenden Angriff auf das dritte Zerstörergeschwader der Briten. Hier tobt weiterhin die heftige Schlacht um den Flughafen von Heraklion. Um den geht es mir nämlich vorrangig. So, das sollte lang um die... Nee, nein, 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 eben nicht in den Hafen. Nein, 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 genau dahin wollte ich nicht.
Panzerabteilung Atlan zerschlägt die Truppe. Einmal Artillerievorbereitung, dann findet das Ganze auch noch in einem Wald statt. Das war's dafür. Die Artillerie bleibt erstmal hinten. Gucken, sonderlich weit kämen sie so oder so nicht. Wahrscheinlich ziehen die sich sowieso zurück. Aber das Flugfeld ist in unserer Hand. So, jetzt müssen wir langsam mal gucken. Die Jäger werden wahrscheinlich gleich auftanken müssen. Gleich hier können die Stadtbesatzung des, oder die Besatzung des Klosters Arkadi ausschalten. Panzer können ohne weitere Unterstützung die Artillerie ausschalten. Und die Gebirgsjäger schaffen es nicht ganz, die Briten auszuschalten. Das übernimmt jetzt hier nochmal die Luftwaffe. Sehr schön. Jagdgruppe Löwenherz fliegt hier nochmal ein Angriff. Fallschirmjäger besetzen die Stellung. Schon fast genug, um dort angreifen zu können, aber nur fast. Und meine letzte Einheit tankt erstmal auf. So, die Seeaufklärer brauchen wir mutmaßlich erstmal nicht. Also, da sieht man mal, die können durchaus noch Sinn machen. Die hohe Aufklärungsreichweite hat hier ihren Sinn und Zweck. Ah ja, die Stellung ist besetzt. Das sind nicht meine Gebirgsjäger, ne? Wie weit kommt ihr hier? Nicht so weit. So, nochmal Artilleriefeuer. Und die australische Infanterie wird ausgeschaltet. Schützenregiment S erhält einen Kriegshelden mit Angriff plus 3. Wow! Wow! Verteidigung plus 3, Angriff plus 3. Meine Fresse, die Einheit wird jetzt richtig hart. Gratulation zu dem genialen Helden. Angriff plus 3, Verteidigung plus 3. Also Schützenregiment S, ihr kriegt in Zukunft immer die blödesten Stellungen, die sonst keiner verteidigen könnte. Meine Güte, das ist ein geiler Held. Ah, oh, super, die können gleich noch auftanken, weil neben ihnen der Flugplatz erobert wurde. Ja, die haben noch Sprit dafür. Die haben sowieso noch Sprit. Na hier, du fährst mir nirgendwo hin. Gut. Einzige, der mir hier noch wirklich Ärger machen könnte, wäre die HMS Dido. Für die schießt weiter auf die Fallschirmjäger. Schießt auf die Panzer und verursacht keinerlei Schäden. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Kämpfe zwischen den Zerstörern hier. So, wozu haben wir die Aufklärer? Hallo. Also, wer meint, die sind nutzlos? Okay, die fliegen hier nur rum, aber vollkommen nutzlos sind sie nicht. Na, gönnen wir das doch mal der Kampfgruppe Kleinmann auch. Kriegst gleich auch noch. Einen leichten Kreuzer hier. Da liegt noch einer im Hafen. Den kann dann gleich die Kampfgruppe Kleinmann beackern. Kampfgruppe Mars steuert den nächsten leichten Kreuzer an. Währenddessen. Ich habe ein bisschen Sorge wegen den, wegen den feindlichen Schiffen hier, meine Artillerie den Gegnern zu präsentieren. So, das Grenadierregiment schlägt zu. Kann den Feind weiter abdrängen.
Habe ich noch irgendwie Luftwaffe? Ja, die Jungs mussten auftanken. Können da nicht hin. Nee, dann habe ich jetzt leider erstmal keine Luftwaffe zur Verfügung. Ich möchte den Pionieren eigentlich... Obwohl, warte, die Zerstörung bei Valkyra steht doch da. Angriff. Glatt übersehen. Reicht trotzdem nicht. Warum denn nicht, Mensch? Die britische Infanterie ist ja richtig stark hier. So, kombinierter Angriff. Panzerabteilung Adlan kann das leisten. Wunderbar, damit ist das auch ausgeschaltet. Damit sind die Briten hier reduziert auf ihre Stadtbesatzung von Heraklion. Sobald die Schiffe beseitigt sind, kann ich mit der Artillerie rangehen und der Stadt den Rest geben. So, die Fallschirmjäger. Nein, die Gebirgsjäger rücken in die Stadt. Fallschirmjäger machen sich auf den Weg über die Berge. Die Panzer gehen das Risiko ein, unter Beschuss zu geraten. Gut. Der Jäger tankt jetzt auch erstmal auf, oder? Ah, nee, eigentlich ist er noch recht fidel. Der hier einen Angriff. Ich gehe davon aus, dass hier noch irgendwo Flak steht, also werde ich da jetzt nicht einfach mal auf gut Glück hinfliegen. Aber die können hier mal aufklären. Sehr schön. Sehr schöner Treffer. Das nutzt das gewöhnliche Regiment Hochberg zum Angriff. Und kann den Hafenorden Galatas erobern. Das wiederum nutzen die Jungs zum Vormarsch. Panzerabteilung Boron greift ebenfalls an. Damit ist dort die Flak ausgeschaltet. Hier haben wir noch eine 2 cm Flak. Das sind nicht meine Gebirgsjäger, also dürfen sie angreifen. Der Flugplatz ist noch nicht vollständig gesichert. Panzerabteilung IB greift dort an. Größere Priorität hat die Panzerabteilung dort oben jetzt erstmal. So, damit sitzt der fest. Setzen die Ortschaft. Fallschirmjäger drängen währenddessen britische Infanterie weiter ab. So, die britischen Zerstörer sind alle futsch. Drücken die Italiener jetzt einmal hier rüber. Der Schwächste vorne weg. Ja, ich weiß, normalerweise soll man Schiffe retten, aber hier spielt das keine Rolle. Na gut, fliegen wir den Risikoangriff. Die Flak steht weit genug weg, dass sie nicht direkt bedrohlich wird. Das ist auch nur eine leichte Flak. Sturmartillerieabteilung Pickett hat übrigens bereits ihren 2. Stern dabei. Durch den Einsatz. Sehr gut. Gut. Moment. Gab es nicht irgendwo eine, wo man gucken konnte, welche noch nicht bewegt waren? Ah. Ich habe jetzt keine Lust, alle durchzuklicken. Aber ich glaube, ich habe alles eingesetzt, auch an Luftwaffe. Ja. Gut. Ah. Das war zu erwarten. Au! Verflucht! Das ist jetzt richtig bitter. Oh, oh, das hier könnte auch noch bitter werden. Wird es auch. Ach, Panzer in Städten. Dass der Stadtmalus da so hoch ist, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja nur eine kleine Hafenortschaft. Panzerabteilung Berliner wurde da richtig übel gerupft.
Verdammt, das ist auch noch. Ach, das ist die Generalseinheit. Ja. Gut, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ärgerlich das. Panzerabteilung Berliner wird sofort zurückgezogen. So, langsam habe ich die Nase voll hiervon. So, ich habe keine Lust, dass die sich irgendwie plötzlich ergeben. Also stellen wir hier jetzt eine vernünftige Panzertruppe zusammen. Bisschen die Luftwaffe ins Spiel, nicht großartig, aber vor allem da. Na, drei Ladungen hat er, das sollte reichen, um einen leichten Kreuzer zu versenken. Die Artillerie kann aufstocken und sich schon mal in Position bringen. Sie flitzen über die Hügel. Hier werden Tandem-Angriffe geflogen. Er geht lieber aufs offene Feld. Ohne weitere Deckung. Im Angriff. Sehr gut, schaut das aus. Ah ne, da werden also keine Angriffe geflogen. Okay, ja, die hohen Verluste sind natürlich sehr, sehr ärgerlich. HMS Ajax ist da auch noch unterwegs. Freut man sich wahrscheinlich über die Schießübungen. Auch munitionieren. So. Jetzt stoßen wir hier mal richtig vor. Ihr Regiment Hochberg, knockt die Panzer aus, die mich da die ganze Zeit nerven. Ja, seine Hügelposition ist gefährlich. Die Artillerie kann mich mal. Die Jungs. Ich fürchte, ich krieg die da nicht mehr weg, wenn die den Angriff fahren. Bringen sich hier hinter mal auf der Straße in Stellung. Der Rest kann im Prinzip seine Linie erstmal halten, weil was soll ich mit denen machen im Moment? Ja, hier, ihr könnt noch weiter fliegen. Na, brauchen die mich da die falsche Mega? Wir schaffen das auch so. Da steht weiterhin die Flak. Wenn ich da jetzt angreife, dann kann sie schnell eingreifen. Also fliegen wir hier einen Angriff. Die können schon mal beschießen. Der Rest hält erstmal die Stellung.
geht's rund. Ah ja, die zerstöre ich jetzt. So. Kampfgruppe Kleinmann freut sich. Schöne Ziele. Meine Artillerie freut sich auch. Die beginnt jetzt mit dem Trommelfeuer. Sehr erfolgreich damit. Und Pionierregiment CDLC kann den Gegner ausschalten. Pionierregiment Coyote lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. So. Schön. Man versucht noch mal etwas zu leisten, aber... Oh, hat man mir da gerade einen Panzer in den Weg geworfen? Nee, Kavallerie. Nice try. So. Na, schade, ganz so weit kommt sie nicht. So, wir schließen den Gegner hier ein. Sturmgeschützabteilung Pickett darf nochmal zuschlagen. Gucken, ob Berliner jetzt... Jawohl. Kann die Gegner immer noch dazu zwingen, sich mit einem Punkt Stärke zu ergeben. Das reicht mir dann auch völlig aus. Gut. Dann... müsst ihr jetzt aus eurer Stellung geworfen werden. Das gelingt auch. So, jetzt müssen wir die Panzer decken. Die Flak ist leider immer noch da. Panzerabteilung Großbohren kommt noch nicht wirklich dazu, was zu reißen. Ah ja, das schaut doch interessant aus. Das ist aber auch zu nah dran an der Flagge. Hier gehen die rollenden Luftangriffe weiter. Vorbereitung auf den Anmarsch vom Gebirgsregiment Scharfe. Aufklärungsabteilung hofft auf leichte Beute an irgendeiner Stelle. So, für den Fall, dass wir sie brauchen, rückt die Artillerie schon mal ab. Ne, Mars hatte genug. Kampfgruppe Kleinmann holt sich jetzt die HMS Ajax. Und Kampfgruppe Mars kann noch einen Zerstörer aufs Leid wegpinseln. Gut, jetzt haben wir noch 6 Runden. Na, 7, 8, 8 Runden haben wir noch. Um den Gegner hier zusammen zu knüppeln, der keinen Gegenangriff mehr wagt. Offenbar ist man jetzt zu stark geschwächt.
Damit ist die Flak aus dem Rennen. Wo haben wir unsere Zerstörer? Da. Haben die ganze Zeit gekreist. Haben noch mehr als genug Treibstoff. Die Zerstörergruppe Robert kann jetzt gegen das Flakfeuer durchbrechen. Panzerlehrregiment stößt durch. Der Flugplatz fällt in meiner Hand. Zeit, dort etwas zu verstärken. Hallo. Die Flak wird zerschlagen. Ja, die Jungs brauchen noch etwas Erfahrung. Feindliche Eingrabungslevel ist doch sehr hoch. Also fliegen wir jetzt großflächige Angriffe. Erwitterte Gegenwehr, obwohl unterdrückt. Nicht schlecht. Aber schlussendlich sind los. 16. Gebirgsjägerregiment können die Gegner ausschalten. Woraufhin die Artillerie in Stellung geht. Hier senken wir weiter das Eingrabungslevel. Ein Gebirgsjägerregiment Schafe gelingt es dort, den Feind auszuschalten. So, die Panzer bleiben stehen. Hat keinen Sinn mehr, die noch großartig zu bewegen. Die bringen uns da jetzt nicht mehr viel. Artillerie brauchen wir. Und die Bomber. Aber jetzt läuft das alles doch deutlich entspannter. Trotzdem unangenehme Verluste an einigen Stellen. Ja, bleibt nur noch das bisschen Widerstand hier. Oh, verdammt, er hat eine neue Flak gespawnt und ich habe sie nicht gesehen. Ah, das tat weh. Ich habe sie nicht gesehen. Sehr schlau. Oh, jetzt verursacht die auch noch Schäden an den Panzern. Was ist denn hier los? Hat er mich nochmal überrascht hier, die KI. Sehr gut gemacht. So, Ortschaft besetzt. Na los, ausschalten. So, Artillerie auch munitionieren. Muss da reinkommen, die Jungs. Müssen wir jetzt langsam runterbomben quasi. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt den nächsten Stoß anbringen. Fallschirmjäger kommt noch ein Stück näher. Gebirgsjäger auch. Ziele haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Verflucht nochmal, ärgert mich das mit der Flak. So. Luftangriff 1.
da auch. Sehr schön. Schützenregiment S. Leck die Stellung bei Freys. Und das 16. Gebirgsjägerregiment. Die Stellung knackt. So, die schießen wir jetzt zusammen da. Es wird jetzt Training für die Artillerie. Und für die Luftwaffe. Geschwader JP fliegt nochmal in Angriff. So, wir hatten ja ein Jagdgeschwader, das braucht ja noch Erfahrung. Deswegen, das erleidet natürlich Verluste. Dann überlassen wir das jetzt hier der Artillerie. Artillerieabteilung Erzgebirge knockt den Gegner aus. Hier überlassen wir das. Ich würde sagen, das Schützenregiment S hat sich hier seine Sporen verdient und darf die Ortschaft besetzen. Damit die Schlacht um Kreta gewonnen. Gratulation besonders an Schützenregiment S. Entschuldigung an den werten Berliner für die hohen Verluste bei seinen Panzern. Pech. Passiert manchmal. Ein entscheidender Sieg und Operation Merkur lief exzellent. Es freut mich. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Für Russen den Allvater. Denn jetzt geht's nach Russland.